Heute am 1. Mai 2016 ist auch der orthodoxe Ostersonntag. Und ich freue mich sehr herzlich, dass Pater Martinos die Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Christos Anesti. Alitas Anesti. Ich hab gewonnen. Gibt's mal rein. Also 40 Tage lang begrüßen wir uns am Telefon, auf der Straße. Und wenn wir uns treffen, morgens, wenn wir aufstehen, mit Christos Anesti. Pater Martinos, du bist Erzpriester hier in Würzburg. Und wo noch? Meine Gemeinde ist Würzburg und ganz Unterfranken. Geht von Fulda los, über Aschaffenburg, Künzelsau, Döringen, bis Crailsheim und nach oben Schweinfurt. Wenn man jetzt in so eine orthodoxe Osternacht kommt, erklingt gefühlte 2 Millionen Mal immer der gleiche Ruf. Was sagt uns dieser Text? Dieser Text ist ein erstaunlicher Text, weil er gar nicht so sehr über die Auferstehung Christi spricht, sondern den Bezug zu uns. Es geht darum, dass er für uns und unser Heil geschehen ist. Das heißt, die orthodoxe Theologie braucht keine anthropologische Wende wie wir. Sie ist durch und durch anthropologisch und soteriologisch, weil der Mensch nichts anderes will als Gesundheit, Heil und Rettung. Ich habe gesehen, bei den Griechen sind die Ostereier alle rot. Ja, überrot. Absolutes Dogma. Ja, hier ist ein gelbes. Ne? Ist Achtung! Ist ja kein Dogma ohne Ausnahme. Ah ja, okay. Hey, was denn? Du machst das Video kaputt. Gibt eine sinnvolle Antwort? Eine großartige Antwort. Ja, du machst dich kaputt. Ja, klasse. Oh Mann.